Kapitel 14. Fieber. Ein milchiger Schein drang durch das Gitterfenster der Schlafkammertür und erleuchtete die Kammer schwach. Auf einem aus goldfarbenem Holz geschnitzten Bett schlief unruhig eine magere Gestalt mit einem Schulterverband. Der junge Bibliotheksritter, um den es sich handelte, war schweißgebadet und warf sich unter der Decke aus Tilderwolle hin und her. Mit den Beinen strampelte er die Decke nach unten. Seine Lider zuckten. Wölfe. Von allen Seiten näherten sich Wölfe. Ihre gelben Augen glommen wie glühende Kohlen. Sie heulten und knurrten, und er hörte Stimmen, wütende und ängstliche Stimmen, Schreie, Flüche. »Nein, nein«, wimmerte er und schlug mit den Armen um sich. Dann stand er plötzlich ganz allein im stillen, dunklen Wald. Er war wieder 4 Jahre alt. Von Kummer überwältigt begann er laut zu schluchzen. Tränen strömten ihm aus den Augen. Er war ganz allein und fror so erbärmlich. Rook träumte wieder seinen alten Albtraum. Aus dem Dämmerlicht trat ein riesiger Schatten. Drohend näherte er sich. Zähne glitzerten. Augen funkelten. »Ganz ruhig«, sagte eine Stimme. »Ganz ruhig.« Rooks Lider gingen zuckend auf. In seiner Schulter pochten dumpfe Schmerzen. Zwiesel beugte sich über ihn. In der einen Hand hielt er eine Laterne, mit der anderen drückte er Rook ein kühles, feuchtes Dunstblatt auf die verschwitzte Stirn. Der große, gläserne Körper des Spindelkäfers füllte die Kammer fast ganz aus. »Ihr müsst stark sein, tapferer Freund«, sagte er mit vor Mitgefühl belegter Stimme. »Bald geht das Fieber zurück.« Er hob Rooks Kopf vorsichtig an und schüttelte das Kopfkissen auf. Dann deckte er den Jungen wieder zu. Rook schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, war der Spindelkäfer verschwunden. Nur die Laterne stand noch zischend und mit heruntergedrehtem Docht auf dem Tisch neben dem Bett. Rook sah sich in der kleinen, mit Luftholz getäfelten und einfach möblierten Kammer um. Seit Passimon ihm bei seiner Ankunft in der Seeakademie vor inzwischen über einem Jahr die Kammer gezeigt hatte, fühlte er sich hier wie in einem Kokon sicher und geborgen. Er starrte zur Decke hinauf und folgte mit dem Blick den schmalen Brettern in die Ecken und die Wände hinunter. Das warme, bernsteinfarbene Licht der Lampe spiegelte sich in dem lackierten Holz. Seine Lider wurden wieder schwer. Die geraden Ränder der Bretter verbogen sich und verschwammen. Die dumpfen Schmerzen in der Schulter kehrten zurück und wanderten durch seinen Körper wie ein sich langsam ausbreitender Waldbrand. Erschöpft schloss Rook die Augen. Er begann langsam und gleichmäßig zu atmen und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als er aufwachte, war das Fieber noch einmal gestiegen. Ihm war, als verbrenne er. Das Laken war klatschnass, seine Haut glühend heiß, doch schon im nächsten Moment hatte er das Gefühl, in eisiges Wasser einzutauchen. Er fror erbärmlich und rollte sich mit klappernden Zähnen und am ganzen Leib zitternd auf seinem Bett zusammen. Geräusche von draußen durchsetzten seine Träume, die nächtlichen Rufe der Tiere des Dunkelwalds, das aufgeregte Flüstern der an seiner Tür vorbeieilenden Gesellen, je nach Wetterlage das Heulen des Windes, das Trommeln des Regens auf dem Dach und das Rauschen und Donnern des aufgewühlten Sees unter ihm. Ein einziges Mal hörte er den fernen, langgezogenen Ruf eines einsamen Banderbären. Rook hatte jedes Gefühl für die Zeit verloren. War es Nacht? Morgen? Wie lange lag er jetzt schon hier, leise jammernd und dann wieder wild um sich schlagend und kämpfte gegen das Koboldgift in seinem Blut? »Ist ja gut«, sagte eine Stimme. »Du brauchst nicht zu sprechen.« Er öffnete langsam die Augen. Die Kammer in ihm verschwamm. »Wir wollten uns nur verabschieden«, sagte die Stimme beruhigend. »Verabschieden«, Rook brachte nur ein leises Krächzen heraus. Aus dem flimmernden goldenen Zwielicht über ihm tauchten 2 runde Gesichter auf. Er wollte sie mit dem Blick festhalten, doch war die Anstrengung zu groß und sein Kopf rollte zur Seite. Seine Augen fielen zu. Eine Hand griff nach der seinen. Sie war kühl und weich. Mit letzter Kraft öffnete er noch einmal die Augen. Magda sah auf ihn herunter. Hinter ihr stand Stopp. Rook wollte etwas sagen. »Magda«, flüsterte er. Seine aufgesprungenen Lippen bewegten sich kaum merklich. Die Augen gingen wieder zu. »Rook«, flüsterte Magda. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Stopp und ich brechen morgen zu unserem Forschungsreisen auf.« Die Stimme versagte ihr. »Stopp«, schlusste sie. »Glaubst du, er hört uns überhaupt?« »Der lässt sich nicht so leicht unterkriegen«, ertönte Stopps polternde Stimme. »Der gibt nicht auf. Und Zwiesel tut alles, was er kann. Komm, lassen wir ihn ausruhen.« Die beiden Gesellen wandten sich zum Gehen. »Leb wohl, Rook«, sagten sie leise. Rooks Lider flatterten. Er spürte, wie kühle, trockene Lippen ihn ganz leicht auf die nasse Stirn küssten und roch den Kiefernduft von Magdas dichtem Haar. Für einen Augenblick verschwand das bleierne Gefühl in seinen Gliedern. Kurz darauf schloss sich die Tür mit einem Klicken. Er war wieder allein. Auf die Nächte folgten Tage und wieder Nächte. Immer wenn es Abend wurde und der milchige Schein, der von außen hereindrang, nachließ, kam der Spindelkäfer und entzündete die Öllampe. Er badete Rook und deckte ihn warm zu. Er träufelte ihm Arzneien unter die Zunge, strich Kräutersalben auf die eiternde Wunde und erneuerte den Verband aus gazeerartigem Stoff. Manchmal wachte Rook auf, wenn Zwiesel ihn versorgte, doch meist verschlief er die fürsorgliche Pflege des Spindelkäfers. »Rook, hörst du mich?« Rook schlug die Augen auf. Diese Stimme kannte er. »Ich bin's, Rook. Xant.« »Xant«, murmelte er. Stechende Schmerzen strahlten von seiner Schulter in den Arm aus und er zuckte zusammen. Auch Xant zuckte zusammen. Sein Gesicht war bleich und verhärmt, seine tief eingesunkenen Augen blickten kummervoller drein denn je. Er strich sich eine Strähne aus der Stirn und trat näher.
Die Laterne in seiner Hand schwang hin und her. Ich komme, mich zu verabschieden, Rook. Verabschieden? Ist Rook benommen. Du auch? Magda und Stop. Xand lachte bitter. Magda und Stop, wie ich sie beneide. Er stützte den Kopf in die Hände. Für mich gibt es keine Forschungsweise, Rook. Mein Weg führt aus dem Dunkelwald zurück nach Neu-Sanctafrax. Neu-Sanctafrax? Rook schüttelte verwirrt den Kopf. Führte er dieses Gespräch wirklich oder nur im Fiebertraum? Warum denn? Murmelte er. Xand wandte sich ab. Rook konnte im Halbdunkel nur seine hochgezogenen Schultern erkennen. Du warst mein guter Freund, Rook Waterborg, sagte Xand schließlich leise. Seine Stimme zitterte. Wo andere mich ausgelacht und verspottet haben, hast du mich verteidigt und mir Mut gemacht. Er brach ab. Und ich habe dir deine Freundschaft mit Lügen und Verrat vergolten. Aber das verstehe ich nicht, sagte Rook. Ich bin ein Spion, Rook. Ich diene Orbex Saxis, dem allerhöchsten Wächter der Nacht. Die Ritter der Bibliothek sind meine Feinde. Seine Augen verengten sich. Warum glaubst du, sind nach mir keine Gesellen mehr in der Seeakademie eingetroffen? Weil ich sie verraten habe, Rook. Und vorher wussten die Kobolde im Tal der Hochöfen, dass Varys Lot ihnen einen Besuch abstatten würde, weil ich die Falle vorbereitet hatte, deshalb. Aber Rook, Xand drehte sich um, kniete neben das Bett und umklammerte mit zitternden Fingern Rooks Hand. Wenn ich gewusst hätte, dass du, einer der beiden einzigen Freunde, die ich je hatte, an der Razzia mitmachen würdest, hätte ich dich gewarnt. Das musst du mir glauben, Rook. Rook entzog ihm seine Hand. Du hast uns verraten, flüsterte er schwach, nachdem wir so viel zusammen durchgemacht haben. Xand, wie konntest du? Weil ich den Wächtern der Nacht gehöre, sagte Xand bitter, und zwar mit Leib und Seele. Egal, was ich tue, ich komme nicht von ihnen los. Glaubst du nicht, ich würde auch lieber hier im schönen Dunkelwald bleiben, wenn ich könnte? Er schüttelte den Kopf. Aber das geht nicht, Rook. Ich stecke schon zu tief drin und habe zu viel Schaden angerichtet. Ich kann nicht bleiben. Er stöhnte leise. Ich bin genauso ein Gefangener des Turms der Nacht wie mein Freund Kalkwap, zu dem ich jetzt zurückkehren werde. Rook starrte Xand unter gesenkten Lidern an. Das Blut in seinen Schläfen pochte, das Bild vor seinen Augen verschwamm. Kalkwap hat mir als erster vom Dunkelwald und von seinem Abenteuer mit den Himmelspiraten Twig erzählt, fuhr Xand fort. Deshalb wollte ich unbedingt herkommen und alles mit eigenen Augen sehen. Auch wenn ich dazu zum Spion werden musste. Gequält schlug er die Augen nieder. Ich habe euch beide verraten. Rook starrte zur Decke hinauf. Das Fieber war mit Macht zurückgekehrt. Xand ein Verräter? Das durfte nicht sein. Xand war doch sein Freund. Zu den Schmerzen seiner Wunde kam eine tiefe innere Verzweiflung. Er schloss die Augen. Es wurde wieder dunkel. Er überließ sich dem Fieber. Xand betrachtete den schlafenden Jungen und zog ihm die Decke über die Schultern. Leb wohl, Rook, sagte er leise. Wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen. Er richtete sich auf und ging zu der runden Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen. Mit vor Aufregung zitternden Fingern stieg Rook in die schwere, grünlehnende Fliegermontur. Dann schnallte er sich den Gürtel mit dem Messer und der Axt und danach noch flexibel um, schulterte den kleinen Proviantsack und stieg die Turmtreppe hinunter. Er war zwar noch nicht wieder ganz hergestellt und im Gesicht immer noch bleich und abgezehrt, doch mit Zwiesels Hilfe hatte er das Koboldgift überlebt. An diesem Tag, nun 2 Wochen nach Stopp und Magdas Abreise, sollte er zu seiner Forschungsreise aufbrechen. Am Fuß des Turms erwartete ihn Varys Lot. »Manchmal fürchtete ich schon, dieser Tag würde nie kommen«, gestand sie. »Aber du hast es geschafft, Rook. Ich bin so stolz auf dich.« Mit einem Kopfnicken wies sie auf die hinter ihr an einer Leine zerrenden Sturmhennisse. »Doch dein Himmelssegler wartet, mein tapferer Ritter.« Rook trat zu seinem Segler, schlang die Arme um das glatte Holz des elegant gebogenen Halses und rieb die Wange am Kopf. »Meine Sturmhennisse«, flüsterte er. »Endlich.« Er hörte hinter sich Schritte und drehte sich um. 2 Gestalten näherten sich, eine davon Parsimon in seinem zerschlissenen Mantel, die andere Gestalt groß, bärtig und mit einem schwarzen Talar bekleidet, hob grüßend die Hand. Rooks Blick fiel auf die weiße Mondsichel auf der Vorderseite des Talars. »Der Professor der Dunkelheit«, rief er überrascht. »Er traf ein, als du krank warst, und überbrachte die Nachricht von Xans Verrat«, sagte Varys. »Eine wirklich schlimme Sache.« Rook nickte traurig. Parsimon und der Professor der Dunkelheit blieben vor ihm stehen. Der Professor ergriff seine Hand. »Und das soll der unerfahrene Junge sein, der sich um die Schwebepulte der Schwarzhalsbrücke gekümmert hat?«, fragte er augenzwinkend. »Kaum zu glauben. Jetzt gehst du schon selbst auf Forschungsreise. Wir haben dich gründlich vorbereitet. Jetzt ist es an dir, einen Beitrag zu dem vielen Wissen zu leisten, das die große Bibliothek bereits beherbergt. Bisher hast du deine Sache gut gemacht, Rook. Sehr gut.« Seine Miene verdüsterte sich.
auch wenn ein gewisser Freund dir kaum dabei geholfen haben dürfte. Xanth? Rook stockte. Xanths Geständnis und Verschwinden kam ihm inzwischen wie ein Traum vor. Er hatte versucht, beides zu verdrängen. Xanth Zirbelstock ist ein Verräter, sagte der Professor. Ein Verräter? Flüsterte Rook leise. Er besuchte mich, als ich krank war, kurz bevor er verschwand. Er ist zu seinem Herrn geflüchtet, dem allerhöchsten Wächter der Nacht, diesem Schurken. Der Professor schüttelte den Kopf. Die Ränke dieser jungen Waldviper haben so manchen braven Gesellen und tüchtigen Führer das Leben gekostet, fügte Parsimon traurig hinzu. Aber lass uns nicht darüber sprechen. Xanth Zirbelstock wird seinen Verrat früh genug büßen. Jetzt wollen wir den Beginn deiner großen Reise feiern, Rook. Rook nickte und schwieg. Immer wenn er an seinen frühesten Freund dachte, schnürte ihm der Schmerz die Kehle zu. Er versuchte an etwas anderes zu denken. Heute war schließlich ein Freudentag, kein Tag der Trauer. Varys meldete sich zu Wort. Du musst aufbrechen, Rook, sagte sie leise. Im selben Moment ging die Sonne über den Bäumen auf. Varys hielt schützend die Hand vor die Augen. Mögest du erfolgreich und wohlbehalten zurückkehren. Rook sah der Reihe nach dem Professor Parsimon und Varys an. Sie lächelten ihm freundlich an und er erwiderte das Lächeln. Die Segel der Sturmnisse flatterten in der leichten Brise. Parsimon nickte. Sieh wohl los, sagte er. Ich auch. Rook konnte es immer noch nicht glauben, dass der Augenblick der Abfahrt gekommen war. Er überprüfte ein letztes Mal Fliegermontur und Ausrüstung und zog die Gurte des Proviantsacks fest. Dann band er den kleinen Segler los und sprang in den Sattel. Die Sturmnisse machte einen ungebärdigen Satz. Viel Glück, Rook, rief Varys. Rook setzte die Schutzbrille auf, dann ergriff er die Leine für das Obersegel und hisste es. Himmel und Erde mögen dich beschützen, mein Junge, sagte der Professor der Dunkelheit feierlich. Das Untersegel entfaltete sich, die Sturmnisse ruckte ungeduldig. Und mögest du erfolgreich von deiner Forschungsreise zurückkehren, rief Parsimon. Leb wohl, Rook. Leb wohl, riefen auch die anderen. Mit einem Ruck zog Rook die Steuerleine nach unten. Die Segel füllten sich, die Fluggewichte richteten sich aus und der Himmelssegler stieg steil in den kalten, frischen Morgen auf. Rook machte in Gedanken einen Luftsprung vor Freude. Leb wohl, rief er hinunter. Die Seeakademie entfernte sich rasch unter ihm und die drei winkenden Gestalten mit himmelwärts gewandten Gesichtern waren schon bald so klein, dass er sie nicht mehr unterscheiden konnte. Jetzt geht's los, murmelte Rook glücklich und glitt über die Wipfel der Bäume am gegenüberliegenden See vor. Er spürte wieder das Kribbeln im Magen. Unter ihm erstreckte sich der geheimnisvolle Dunkelwald wie ein endloser Ozean, durch den der Wind in Wellen fuhr. Während unter ihm das blaugrüne Blätterdach dahinzog, malte Rook sich aus, wie sein fertiges Buch neben Varys Slots Meisterwerk im Regal des 17. Schwebepuls der Schwarzholzbrücke stehen würde. Vor seinen geistigen Augen sah er die Goldbuchstaben auf dem Ledereinband glänzen. Ein Augenzeugenbericht über die sagenhafte Versammlung der Bandabären. In der Ferne stieg ein Schwarm Schneeammern von den Wipfeln auf, ihre Flügel leuchteten weiß in der Morgensonne. Noch weiter weg glitt mit trägen Flügelschlägen ein Faulsauger über den dunstigen Himmel. An seinen Krallen hing baumelnd der nur als Silhouette erkennbare eierförmige Kokon eines Raupenvogels. Erst der Anblick des riesigen Waldes machte Rook bewusst, was ihm bevorstand. Stirnrunzelnd schob er den Gedanken an das fertige Buch beiseite. Er hatte jetzt keine Zeit für Tagträume. Wie viel sich doch ereignet hatte, seit jenem Morgen, an dem Oberbibliothekar Fenbrus Lott seine Ernennung zum angehenden Ritter der Bibliothek bekannt gegeben hatte. Er war zur Seeakademie gereist, hatte eigenhändig die Sturmnisse gebaut und gelernt, sie zu fliegen. Und jetzt brach er zu seiner großen Reise auf. Endlich ist es soweit, flüsterte er und streifte fast die Blätter unter ihm. Endlich.